Zusammen mit der Coop-Zeitung bringt Ihnen der Pöstler diese Woche auch ein Prospekt von Supercard. Neben einer Auswahl an neuen und überraschenden Superprämien hat es in diesem Prospekt einen Gutschein für fünffache Superpunkte, die Sie am Tag von Ihrer Wahl in unseren Läden, in den Coop-Warenhäusern oder im Bau und Hobby einlösen können. Statt einem Superpunkt pro Franken-Einkauf bekommen Sie also fünf Punkte. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen. Weitere Superpunkte gibt es in den nächsten Tagen aber auch auf zahlreiche Neuheiten und weitere Produkte, die Sie gut brauchen können. Auch für diese prächtigen Sonnenblumen und sogar im Coop-Restaurant bekommen Sie Bonuspunkte. Zum Beispiel, wenn Sie das Menü der Woche bestellen. Stichwort Menü der Woche bringt uns zum Rezept der Woche. Heute präsentiert vom Andy Zaug aus dem alten Stefan in Solothurn. Heute machen wir gefüllte Fleischkugeln auf gedämpften Riebli. Grüß euch miteinander. Altbackenes Brot in Heisswasser einweichen, gut ausdrücken und zum gemischten Hackfleisch und dem Kalbbrät geben. Gehackte Zwiebeln, Knoblauch, mit dem Ei und ein Beterli zum Fleisch geben, gut kneten und würzen. Aus dieser Masse eine Kugel formen und ein Mozzarella-Bällchen einschaffen. Dann die Fleischkugeln bei mittlerer Hitze langsam braten und dabei öfters wenden. Gehackte Zwiebeln in Butter kurz andämpfen. Die gerösteten und gestängelten Riebli ebenfalls dazugeben, mit Zucker bestreuen und mit der Bouillon ablöschen. Dann ohne Deckel so lange dämpfen, bis fast die ganze Bouillon eingekocht ist. Mit Schnittlauch bestreuen und zu den Fleischkugeln servieren. Das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Einen guten Miteinander. Danke, Andy. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, wie viele zusätzliche Superpunkte gibt es diese Woche mit dem Gutschein aus der Beilage der Coop-Zeitung? Doppelte, dreifache oder fünffache Punkte? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich fünffache Superpunkte und damit zwei Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola gewonnen hat die Frau Berta Gundli. Wie wir wissen, gibt es viele Leute, die fleissig Superpunkte sammeln, aber noch nicht recht wissen, wie man sie gegen eine tolle Superprämie eintauscht. Ich habe im Superkatalog Samsonite Computertaschen gesehen, die ich gut brauchen könnte. Und auf meinem Kassenzettel habe ich auch gesehen, dass ich genügend Punkte auf meinem Konto habe. Wie komme ich jetzt am besten an die Computertaschen? Also es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Die eine ist ab einem Bestellformular auf dem Superkatalog. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die Bestellung über Internet. Dann wäre die einfachste und dritte Möglichkeit die Bestellung direkt an der Superbox. Dann müssten Sie Ihre Karte kurz vor das Fenster heben. Prämie finden wir jetzt Ihre Computertasche in der Prämie bis 1999 Punkte. Das könnt ihr jetzt überprüfen und wenn das stimmt und Sie die Prämie, die Bestellung auslösen wollen, dann müssen Sie selber darauf drucken. Als Bestätigung kommen Sie jetzt einen Ausdruck über und in zwei Wochen ist Ihre Prämie bei Ihnen. Vielen Dank. Jetzt wissen wir Bescheid. Vor vier Wochen ist die Expo 02 eröffnet worden. Auch Coop ist mit zwei erfolgreichen Projekten vertreten, im Restaurant Bio Tavola und dem vanilleduftenden und schmatzenden Riesenpudding Manna, eine Art Schlaraffenland mit drei grossen Bereichen. Als erstes lockt Sinfoterra mit einem Gang unter die Erde. Die Besucher erleben hier hautnah, was ein gesunder und lebendiger Boden ist. Ein blaues Erdbeere und diffuses Licht machen neugierig auf Arte Fragola, eine magische Welt, die das Thema der künstlichen Aromen und die Veränderung unseres Geschmacksempfindens illustriert. Ein paar Schritte weiter, unter dem täuschend echten Äpfelbaum, präsentiert sich Viva Varia mit einer verlockenden Vielfalt von 365 höchst unterschiedlichen Äpfelsorten von Pro Specie Rara, der Organisation, die sich für die Erhaltung von alten Kulturpflanzen und Nutztieren einsetzt. Sie sehen, ein Besuch an der Expo 02 in Neuchâtel lohnt sich, schon allein wegen der beiden Projekte von Coop, der Ausstellung Manna und dem Restaurant Bio Tavola.
Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, wie man sich am besten und günstigsten vor den gefährlichen UV-Strahlen schützen kann. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.